Ring. Ich wollte schon sagen, Chocobo. Ah, Clive. Leihst du mir den Chocobo? Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Oh. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Feuersteine sind ja cool. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Nee. Leider nicht. Mm-mm. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Ich wollte sie retten. Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Sid. Ich bin kein Held. Nur ein eingebildeter Narr. Ich mag Sid. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele. Und wenn sich niemand für deinen Scheiß interessiert, sollte man vielleicht den Mund halten. Aber Clive, merk dir eins. Du bist kein Monster. Du bist derselbe wie vorher. Glaub daran, dann entkommst du deinem Schicksal. Schicksal. Denk, meinst du den Großen eben? Der im Hintergrund war? Hör zu, du hast es schwer gehabt. Und es wird nicht einfacher werden. Vielleicht wirst du niemandem helfen können. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Ich versuch's. Und Jill? War leider ein kurzes Vergnügen. Pass gut auf den Schlingel hier auf, ja? Ja, werde ich. War das alles? Ja. Dann sollten wir zurück. Die Alte wartet sicher auf uns. Welche Alte? Du meinst ihn hier, ne? Das ist so sein Kompan. Kumpane? Sein Begleiter quasi. Sids Begleiter. Der hilft ihm auf jeden Fall tragen mit allem. Der trägt ja irgendwie alles um sich herum. Heim und Weh. Nicht einfach Heimweh, Heim und Weh. Ein neuer Auftrag ist in der Nähe. Ah, cool. Das heißt, je nachdem, wie weit man mit der Hauptstory kommt, schalten sich dann hier, ein paar Nebenquests frei. Kleine, aber feine Nebenquests. Kristalle vor die Krabben. Ich glaube, das ist da hinten, ne? Was haben wir hier? Falsche Freunde. Okay. Ich muss ihn finden, bevor die Kaiserlichen es tun. Brennan. Nimm mal die Quest erstmal an. Keine Zeit, ich... Oh, du bist Clive, nicht wahr? Mhm. Martha hat mir viel von dir erzählt. Das heißt, du seist geschickt mit der Klinge. Du scheinst es eilig zu haben. Wohin des Wegs? Hoffentlich nicht weit. Aber jeder Moment, den ich hier vertrödle, könnte jemanden das Leben kosten. Mhm. Klingt ernst. Was ist los? Es geht darum, was passieren könnte. Sie haben gemerkt, dass er ein Träger ist. Und nun will einer seiner früheren Freunde und Nachbarn ihn in Ketten legen lassen. Genau, Mädchen für alles ist er, ja.
war nicht so dumm, auf die Kaiserlichen zu warten. Der arme Kerl ist abgehauen und hat sein ganzes Leben hier aufgegeben. Aber sie werden ihn bald verfolgen. Ich muss ihn finden und ihn verstecken, und zwar schnell. Clive, wenn du die Zeit erübrigen kannst, wäre mir deine Hilfe willkommen. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Na klar. Natürlich. Wir Träger dürfen einander nicht im Stich lassen. Danke, Clive. Mit deiner Hilfe finden wir ihn bestimmt. Er heißt Norris. Wir müssen ihn finden und zu Martha bringen, bevor die Kaiserlichen ihn kriegen. Ja, er wird irgendwo bestimmt... Du wirst den Bastard nicht erwischen, wenn du hier rumstehst und quatschst. Diese elende Schlange hat mich getäuscht. Hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei gehört er zu denen. Wir müssen ihn fangen und den Kaiserlichen ausliefern. Der Strick ist zu gut für ihn. Nun wird's bald. Wenn er entkommt, landet dein Kopf in der Schlinge. In Ordnung, Ronald. Wir wollten grad los. Sieh doch, ich habe einen Helfer. Ich habe ihm alles erklärt. Ha, du willst Träger mit Trägern fangen, oder was? Das glaubst du doch selbst nicht. Mir reicht's. Ich finde den Kerl alleine. Der kriegt bestimmt noch Probleme. Da draußen ist es gefährlich. Ja. Wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt. Genau, von uns. Aber du kannst doch deshalb keinen Träger schicken. Ist doch egal. Clive, das kann hier noch dauern. Diskutiert mal. Wir machen uns schon mal auf den Weg. Sobald ich Ronald beruhigt habe. Jemand will Norris am gefallenen Tor gesehen haben. Hör dich am besten dort um, ob jemand etwas weiß. Am gefallenen Tor, okay. Wir müssen ihn finden. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. Aber wir kriegen dafür kein Geld. Wo ist das? Ach so, hier mittendrin hier, okay. Moment. Träger sind ziemlich einfach zu erkennen. Was hat er wohl damit gemeint? Der ist bestimmt irgendwie im unteren Bereich davon. Clark, Fischverkäufer, okay. Du bist doch dieser Träger, der für Martha arbeitet, oder? Hilfst du mir eben? Ja, klar. Blöd wie ich bin, ist mir mein Kristall aus der Hand gerutscht und in den verdammten Sumpf gefallen. Und weil ich nicht so eine Gabe wie du besitze, dann die Krabben. Kann ich ohne den Splitter meine Fische auf dem Weg zum Markt nicht kühlen. Du schaffst es bestimmt schneller, ihn zurückzuholen als ich. Ich versuch's. Dafür kriege ich Gil. Habt ihr gesehen? Da waren gerade 1000 Gil angezeigt. Ach, ich habe vergessen, etwas über den Kristall zu erwähnen. Ein wildes Tier könnte ihn verschluckt haben. Natürlich. Sag bloß. Eine Riesenkrabbe wahrscheinlich. Wohlgemerkt, ich konnte es nicht genau sehen, aber da unten sind so viele Sumpfkrabben, die haben sich alle draufgestürzt. Klingt, als müsste ich ein paar Schalen knacken. Ich bin mir sicher, dass du das souverän meistern wirst. Einfach die Leiter hier runter, ja? Viel Glück! So, Kristalle, okay, das ist alles hier unten. Ups. Dann war das hier runter. Und da glitzert auch wieder was. Hihi. Das heißt, Moment. Das hole ich mir mal eben. Und die Sumpfkrabben. Moment. Das Krabbenkristalle fressen wir mir neu. Na, vielleicht weil es so schön glitzert, fressen die halt die Kristalle. Ist ja auch mal was anderes. Goldenes. Das war's. Und wo ist das jetzt? Ach, bei der Sumpfkralle, die eine. Die eine, die jetzt abhaut. Ernsthaft. Du hast den gefressen. Los.
muss er sein. Ja, schmutziger Kristall, ja, gut. Ich nicht hier unten bleiben. Wenn ich den aus ihrem Magen da rausschlagen muss. Okay. Und der andere? Okay, der ist doch da oben. Der Träger, der ist doch oben. Okay, dann müssen wir leider doch hochrennen. Alle beide sind oben. So, wo mag dieser Träger jetzt sein? Falsche Freunde. Ach so, der steht da. Ah, okay. Ja, gut. Rastender Söldner, dann würde er das auch sein. Du kennst nicht zufällig einen Norris, oder? Chuck Norris. Ach, kenn ich. Ich bin Chuck ist Norris. Vor kurzem in diese Richtung gelaufen. Ah, wir müssen die befragen. Er hatte eine Laterne dabei, warum auch immer. Eigentlich ist er keiner, der im Dunkeln noch draußen. Es ist ja auch gerade noch sehr hell. Dann ist er also in die Sümpfe gegangen. Alles klar. Danke. Ich glaube, der ist bestimmt dahin gerannt, wo ich eben schon meinte, ach nee, das murmelnde Moor, das meinte ich nämlich eben. Dann dachte ich, vielleicht kommt hier so ein kleiner Miniboss. Aber der scheint einfach wirklich weggelaufen zu sein. Wie komme ich denn am schlauesten jetzt hier hin? Einfach weiter hier den Weg lang, ne? Dieser Tage muss man damit rechnen. Das ist doch ein unserer Träger. So, dann hier lang. Alles tot hier. Sein. Alles tot. Ich sollte die Augen offen halten. Okay, wo ist er? Vielleicht versteckt er sich hier irgendwo? Oh, was ist das denn? Ups. Laterne. Eine Laterne. Die muss von Norris sein, kein Zweifel. Er wurde bestimmt gefressen. Wenigstens weiß ich jetzt die Richtung. Dass er anhand, wie die Laterne liegt, die Richtung ausmachen kann. Aber gut. Das ist auch der einzige Weg noch, den es gibt, ne? Ich meine, ich habe ja hier schon einige Jemand Gegner hat besiegt. Sie abgemetzelt. Ich frage mich, ob das Norris war. Oder er hat sie besiegt. Er, wir, sie. Da ist jemand. Bist du Norris? Chuck Norris? Norris nehme ich an. Ich würde mich so erschrecken, wenn jemand so hinter mir steht. Du trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann habe ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Hm. Von einem Träger zum anderen, bitte. Misch dich nicht ein. Du weißt, wie sie uns behandeln. Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst dir vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Aber es überrascht mich nicht. Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Ja. Oh, ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut.
Ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Und ihnen sagen, ja, wir haben ihn nicht gefunden. Ohne Mal. Er ist gestorben. So lange frei zu leben und dann von einem Freund verraten zu werden. Ja, Mensch. Also die haben es ja wirklich nicht einfach da, ne? Ich meine, wenn selbst die Mutter das Kind direkt nach der Geburt abgibt und ja, sagt, dass es halt nicht ihr Kind ist und abstößt. Das ist schon sehr traurig. Sehr, sehr gesellschaftskritisch auch das Spiel. So an der einen oder anderen Stelle. Sehr schade. Da wünscht man den Jungs und Mädels hier natürlich eine bessere Zukunft. Wobei bisher waren es ja auch irgendwie hauptsächlich nur Träger, ne? Ich glaube, so Trägerinnen gab es jetzt so? Oder ich habe sie nicht bemerkt, weil sie Träger so präsent sind. Aber so, ich glaube, Frauen? Mal gucken, ob es auch Frauen gibt. Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Wir haben in der Schenke, glaube ich, in der anderen Stadt welche sitzen sehen. Doch, doch. Die hatten auch das Mal auf der Wange. Ja, hier, bitte. Bitteschön, dein schmutziger Kristall. Wer ist glücklich damit? Danke, du hast mich gerettet. Okay. Krieg ich denn auch ein Stück davon noch ab? Länger ohne vom Fisch? Kühlung und man hätte meine Fische von hier bis zum Markt gerochen. Pass in Zukunft besser auf. Das werde ich, glaub mir. Sonst brauche ich morgens meine Netze gar nicht erst auszuwerfen, wenn ich den Fang nicht in die Stadt kriege. Früher hat man als ehrlicher Steuerzahler jederzeit neue Kristalle bekommen, aber die Zeiten sind lange vorbei. Die Vorräte sind leer und wer keinen Kristall mehr hat, für den gibt es keine Hoffnung. Wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte, dann werfe ich meine Netze in den Sumpf und gehe betteln. Deswegen passt mal lieber schön auf. So, und hier können wir ja auch noch aushelfen. Als ob ich sowas einem träge. Du bist ja schon zurück, Clive. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger. Ach, die diskutieren ja immer noch. Erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her. Nein. Das kann nicht sein. Jetzt merkt er doch, dass er seinen Freund verraten hat, ne? Betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot. Ende der Geschichte. Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Nichts. Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Meine Güte, oh Mann. Verachtende Diskriminierung hier. Ist Norris wirklich? Nein. Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm das. Yay. Aber kein Gil, ne? Wir haben kein Gil für diese Quest gekriegt. Frechheit. So, wie ist der Plan jetzt? Jetzt geht es nach Grünbünden. Ich finde den Namen super. Grünbünden. Die Steuern sollen schon wieder. Endlich können wir hier rüber. Grünbünden. Hier ist es garantiert total grün.
Verena, so, du hast die Brücke hier wieder repariert. Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Ja, mal gucken, was da noch kommt. Aber es sieht Martha noch relativ gesagt, friedlich die aus. Die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Auf jeden Dann Fall. Wir wohl immer auf der Hut bleiben. Da sind noch einige Kreaturen hier, die auf uns lauern. Aber das würde ich dann im nächsten Stream weitermachen. So, was haben wir jetzt vor? Genau, Reise nach Eastpol. Aber für alle, die noch nicht so häufig hier in meinem Stream sind, nur kurz zur Erklärung, ich gucke mir jeden Pixel an. Ich gucke mir jeden Pixel an und deswegen dauert es auch alles hier ein bisschen länger. Ich habe im letzten Stream, haben wir uns wirklich nur hier aufgehalten, ne? Ich habe mir hier alles angeguckt in dem Gebiet. Das Gebiet geht aber jetzt endlich weiter. Yay! Das heißt, wir gucken uns in diesem Gebiet jetzt auch alles an. Hier ist noch eine Nebenquest. Wir müssen hier hoch zur Hauptquest. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da oben ankommen. Das heißt, es wird jetzt erstmal wieder ein bisschen gelevelt. Einfach nur die Aussicht und alles drumherum genossen. Ganz entspannt einen schönen Abend hier haben. Ohne Stress und Action. Okay, also wir leveln uns jetzt hier einfach mal ganz entspannt mit den hübschen kleinen Lehmkrebsen hier. Machen wir es kurz. Damit ich auch so schnell Level 30 werde wie Clumsy. Wobei, bis ich Level 30 bin, das dauert noch ein bisschen, aber erstmal leveln. Ich meine, die Gegner passen sich hier ja auch, glaube ich, dem Level an, oder? Ich weiß gar nicht so genau. In Skyrim oder so ist es ja, dass sich die Gegner ja mit dem eigenen Level anpassen. Ich glaube, hier sind die Gegner wirklich nach Gebiet. Haben sie ihr eigenes Level, glaube ich. Weiß ich gar nicht, wie das System hier funktioniert. Hauptsache Gegner plätten. So. Also. Fangen wir mal an. Hier unten war ich ja gerade schon. Da habe ich mir gerade alles angeguckt. Ich frage mich, ob man auch... Oh, hier ist eine Blume. Ob man, guck mal, da hinten ist sogar ein Schloss. Da ganz hinten. Hä, aber... Da war ich doch schon. Ich habe noch kein Schloss gesehen. Aber okay. Da scheint es auf jeden Fall ein Schloss zu geben. Weil das Kloster ist es ja nicht. Am Kloster waren wir ja. Ob wir da noch hinkommen, mal gucken. Ah, scheiße, der Adam. Ah, jetzt habe ich ihn zu früh angegriffen. Oh, warte, wie war das nochmal? Ausweichen? War so? So war springen? Okay, okay. Warte, ausweichen. Ach, Schildkröten sind eigentlich so süße Tiere, ne? Schildkröten sind einfach nur cool. Wie alt wurde nochmal die älteste Schildkröte? Die können, glaube ich, irgendwie 300 Jahre alt werden. Wie war das? Die können doch super alt werden. Wer weiß, wie alt die hier ist und dann komme ich daher und zack, tot. Ist irgendwie immer traurig, ey. Ah, Hilfe, ist doch egal. Hm.
Du weißt, was du tust. Die nehmen aber auch viel Leben ein hier, ey. Chili, wo bist du? Na komm, Jill, mach doch irgendwas. Steh da nicht einfach so rum. Chillt ihr Leben. Wie kommt ihr auf solche Sachen, ey? Wie chillt ihr Leben. Das ist so. Okay, hier gibt es aber sonst auch nichts Besonderes. Dann gehen wir mal weiter. Oh, warte mal eben. Das ist ja cool. Ich kann ja auch im Flug so machen. Wieso komme ich jetzt auf die Idee? Warum komme ich denn jetzt erst auf die Idee? So, da oben haben wir eine Killerbiene. Eine Killerbiene oder ein paar Blümchen erstmal töten hier. Da haben wir noch ein paar Krebse. War hier oben jetzt noch etwas, was ich nicht mitbekommen habe, vielleicht? Oh, die finde ich so süß hier, ne? Die sind Gott sei Dank friedlich. Ich habe die ja letztens versehentlich angegriffen. Aber man kann die angreifen. Kann man aber auch sein lassen. Und dann lassen die hier einen richtig schön in Ruhe. Ist halt nur blöd, wenn dann... Was habe ich gemacht? Ich hab den einen am Popo berührt. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Nein, ich wollte die am Leben lassen. Na ja, toll. Ah. Hä? Wann? Wie? Warum? Ich glaube, ich hab den einen halt leicht gestrichen am Po und dann. Ja. Fanden die das nicht so gut. Okay, also berühren darf man sie schon mal nicht. Das Schild nicht gesehen. Streichen verboten. Ach, daran wird's liegen. Ja, ich rush ja immer einfach so durch. Ich ignoriere so Schilder. Seid ihr auch so Leute, die IKEA-Schränke nach Anleitung aufbauen? Lest ihr die IKEA? Die IKEA-Schränke nach Anleitung. Ja doch, IKEA-Schränke nach Anleitung. Macht ihr das oder ignoriert ihr einfach die Anleitung und baut einfach auf und ignoriert's? Lieber alles töten. Ja. Mal hier, da sind böse Banditen, glaube ich. Wegelagerer, nicht Banditen. Wegelagerer. Interessantes Wort. Wie viele E's sind da drin? E, 1, 2, 3, 4 E's. Kann man sich schon mal versprechen. Da ist ein Zaun im Weg. Da war ein Zaun im Weg. Ja, da komme ich natürlich nicht weit. Schon wieder. Oh, lass mich aus dem Zaun raus hier. Oh. Nice, Level up. Ob wir heute noch Level 30 werden? Ich glaube nicht. Aber so Level 25 wäre heute, glaube ich, so ein kleines Ziel, ne? Ha!
Hier war doch noch einen da. Da ist er. Ach, zwei. Was sind das? Das sind Spinnen da hinten, glaube ich, ne? Arachne, ja. Diese kleinen Spinnen. Was ist das hier überhaupt für ein Monster? Ich hab's einfach angegriffen und mir gar nicht angeguckt. Wui. Was? Wolverine? Nein, Wuri. Wui. Wuivre. Okay. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Oh, das heißt Voivoir. Voivoir, ja. Drachenkralle. Frederik! Frederik ist übrigens auch ein cooler Name. Ich mag Frederik. Entschuldige. Das spricht sich zu schnell, so. Na, ganz toll. Ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zu Martha. Gut. Sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Hm. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. No. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert. Danke, Ruby, für den verschenkten Sub an Dark Devil. Dankeschön. Martha vertraut dir. Also musst du was können. Bitte hilf uns. Töte das Rudel. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Bryce? Die haben aber auch coole Namen hier, ne?